Es ist der Tag, an dem wir in Berlin Geschichte schreiben können. Noch nie soll ein Sonntag so heiß gewesen sein wie der heutige. Und ich meine, jeder kennt das. Wir sitzen jetzt hier gerade auf unserem Senderauto. Und wenn wir da reinsteigen, also ohne Klimaanlage, hält man es nicht aus. Es ist brutal heiß hier oben. Und das hat mich auf eine Idee gebracht. Und zwar will ich mal wissen, ob es denn möglich ist, ein ganz normales Spiegelei hier auf diesem Autodach zu braten oder nicht. Und das testen wir jetzt mal. Also, erstes Experiment, wie man gesehen hat, deutlich gescheitert, war wohl doch nicht so heiß. Und dann haben wir auch noch keine wirklich glatte Oberfläche oben auf der Motorhaube gehabt. Das hier ist das Resultat, was von unseren ersten Experimenten auf dem Autodach übrig geblieben ist. Nur Schmotter und Zebertücher, also das hat nicht funktioniert. Aber ich merke gerade, hier auf dem Asphalt ist es echt extrem heiß. Fast sogar noch heißer als hier oben auf dem Autodach. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal auf dem Asphalt, oder? Also ich befürchte, der Teller bleibt heute leer. Das mit dem Ei ist wirklich kläglich gescheitert hier auf dem Asphalt. Ich hätte es gar nicht gedacht, weil das ist echt brutal heiß. Man kann kaum seine Finger hier drauf halten. Aber was uns aufgefallen ist, hier oben auf dem Autodach, guckt mal hin, ist bei dem ganzen Dreck, der hier übrig ist, es haben sich Tatsache ein paar weiße Stellen vom Eiweiß gebildet. Deswegen probieren wir jetzt mal aus, nur ein bisschen vom Eiweiß aus dem Ei rauszulassen. Vielleicht kriegen wir wenigstens das gebraten und das können wir dann essen. So, ich guck mal kurz aufs iPhone. Also, naja, eine knappe Viertelstunde ist jetzt vergangen, als wir das Ei hier auf dem Dach von dem Senderauto gebraten haben oder zumindest versucht haben zu braten. Ich versuche es jetzt mal runterzunehmen, ganz professionell mit einem Pfannenwender. Hoffentlich kriege ich es ganz auf den Teller. Ja, wie man sieht, es ist wirklich nur eine Suppe, es hat nicht viel gebracht. Am Anfang habe ich noch gedacht, yeah, es wird gleich was, weil es hier wirklich ein bisschen hart geworden ist, zumindest am Rand von dem Eigelb. Aber insgesamt kann man einfach sagen, Experiment gescheitert. Es bringt also nichts, seine Eier zu braten hier auf dem Autodach oder auch auf der Motorhaube. Es ist anscheinend nicht heiß genug und ich habe mich so gefreut die ganze Zeit. Wir haben extra nichts gegessen bis hierhin. Muss ich mir wohl vielleicht doch irgendwo noch einen Hamburger suchen oder so.